allerseits. Heute möchte ich euch wieder ein Buch vorstellen, was ich unheimlich toll fand. So viel möchte ich schon mal verraten. Nämlich Ein Mann der Tat von Richard Russo. Ihr erinnert euch vielleicht noch an diese gottverdammten Träume, was ja sogar den Pulitzerpreis bekommen hat, was ich euch letztes Jahr irgendwann vorgestellt hatte, was ich auch schon ziemlich gut gefunden hatte. Aber Ein Mann der Tat hat es wieder geschafft, mich zu begeistern. Aber halt, stopp! Worum geht es überhaupt? Also vorab muss gesagt werden, die Protagonisten in diesem Buch sind ziemlich alt. Also die meisten von denen sind so kurz vor oder kurz nach der Rente. Aber es geht eben darum, was man aus seinem Leben gemacht hat, was man nicht aus seinem Leben gemacht hat. Eine der Hauptfiguren hat zum Beispiel eine Frau, die gestorben ist und ihn eigentlich an dem Tag für ihre Affäre verlassen wollte. Und er wird halt völlig wahnsinnig um die Frage, wer diese Affäre denn nun war. Dann ist es auch noch so, dass der ganze Ort, in dem es spielt, Beth heißt er, total vom Pech verfolgt wird, während die Nachbarstadt Schüler Springs, wie auch immer man es ausspricht, total viel Glück hat und floriert und alles und Beth halt eben nicht. Da ist es auch so, dass ständig der Friedhof durch Schlammlawinen beim Regen völlig verrutscht und alles, also ein bisschen merkwürdig. Und irgendwie funktioniert da nie irgendwas. Und diese grundpessimistische Einstellung haben die Menschen halt auch übernommen, so auch unsere Protagonisten, bei denen es halt bei allen um irgendwie die Frage geht, was haben sie aus ihrem Leben gemacht, was haben sie nicht aus ihrem Leben gemacht und warum haben gerade sie jetzt an dieser Stelle das Pech, dass das und das passiert. Ich hätte jetzt natürlich weiter ausholen können und euch von jeder einzelnen Person erzählen können, weil es gibt irgendwie so 4, 5 Protagonisten, was das Problem ist, wo das Problem herkommt und so weiter. Aber zum einen hätte ich dann mir erstmal überlegen müssen, wie ich euch das Ganze möglichst spoilerfrei erzähle. Und zum anderen glaube ich, dass, wenn ich nur so Andeutungen mache, es vielleicht ein bisschen interessanter ist. Und ja, also Ein Mann der Tat ist, wie ihr seht, definitiv kein dünnes Buch. Es hat fast 700 Seiten, aber ich fand, dass die sich sehr, sehr schnell lesen ließen. Es mag jetzt ein bisschen komisch klingen, aber obwohl die Figuren so alt sind, konnte ich mich mit einigen der Protagonisten sogar regelrecht identifizieren. Gut, ich bin jetzt 19, das klingt irgendwie merkwürdig vielleicht, aber es war so. Und ich mochte es einfach so, dass es so um dieses Scheitern ging, um dieses Grundpessimistische. Ich bin nämlich auch eigentlich kein besonderer Optimist. Und die Frage, was macht man aus seinem Leben, wer ist man selber überhaupt, hätte man nicht mehr draus machen sollen? Bisschen die Frage nach, was kommt nach... Bisschen wird auch die Frage aufgeworfen, was nach dem Tod kommt, was ja auch nicht ganz unwichtig ist. Aber man hat auch das Gefühl, dass das Buch so ein bisschen auf eine Erlösung seiner eigenen Figuren hinarbeitet. Und man hofft halt die ganze Zeit, dass diese Erlösung kommt, dass die Figuren ihren Frieden finden können. Und ich fand, dass der Weg dahin sehr, sehr gut gemacht war. Ich weiß, ich sage jetzt immer nur, dass das Buch so gut war und dass ich mich mit den Personen identifizieren konnte. Und ja, der Schreibstil war auch gut. Aber ich weiß nicht, wie ich es euch sonst richtig erklären soll. Wisst ihr, es gibt einfach diese Bücher, die liest man und entweder man mag sie oder man mag sie nicht. Das ist so wie mit bestimmten Schokoladensorten oder so. Entweder die schmecken einem oder sie schmecken einem nicht. Und ich denke, dass dieses Buch genau in diese Kategorie fällt. Also es ist ganz, ganz schwer zu sagen, dieses Buch ist so toll, weil da das wieder eins dieser Bücher ist, die extrem subjektiv wahrgenommen werden. Ich meine, ich glaube, dass es nicht mal unbedingt ein Buch ist, von dem jetzt jeder sagen würde, oh, ich kann mich voll mit den Figuren identifizieren. Und das ist so unfassbar spannend, weil ich könnte auch verstehen, wenn man die Story da drin jetzt nicht so unfassbar packend findet. Aber mir persönlich hat es einfach sehr, sehr gut gefallen. Ich mag den Stil von dem Mann, ich mag es, wie er die Figuren miteinander verflicht und wie sich das Ganze dann auflöst. Man diesen, oh, aha, so ist das also. Hätte ich mir das nicht denken können? Nein, eigentlich nicht, aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, gibt es Indizien dafür. Moment hat, also ja, mit dieser langen Beschreibung. Und ihr könnt euch fast denken, was dieses Buch von mir kriegen wird, nämlich genau den strahlenden, goldenen Bücherengel. Ich hoffe, dass ich euch dieses Buch schmackhaft machen konnte, auch wenn ihr euch jetzt denkt, was soll ich denn mit einem Buch, in dem es um alte Knacker geht. Ich glaube, dass es einige unter euch gibt, die dieses Buch sehr gut finden könnten. Zum Beispiel Sophie von Verstand könnte dieses Buch, glaube ich, sehr, sehr gut finden. Falls du gerade zuguckst und dir jetzt denkst, nein, das ist überhaupt nichts für mich, lass es mich bitte wissen. Und auch ihr anderen, lasst mich bitte wissen, ob dieses Buch nach etwas klingt, was ihr gerne lesen würdet, ob euch meine Rezension dazu jetzt ausführlich genug war oder ob ich einfach nur schwammig drumherum geredet habe, um was es eigentlich geht. In diesem Sinne, mit diesen vielen Fragen, entlasse ich euch jetzt und werde dieses Video beenden. Bis demnächst!